Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warp-Tour mit dem Wesley. Hallo. So, wir haben es geschafft. Endlich Factory Planet. Jetzt haben wir fette Maschinen, aber wissen nicht, was wir damit machen sollen. Ja, wir wollten es so lange, ne? Und Jetzt jetzt. stehen wir hier und denken so, ja, das, okay. Ja, das war sehr toll. Schön, dass wir das jetzt mal hatten. Wir müssen ja erstmal hier Material an Start bringen jetzt, Wesley. So riesen Montagemaschine, so riesen Erzförderer wären nice. Einfach so vier Bänder ausspuckt. Das wäre mal Innovation. Und kommen die schon? Sind die Kacke? Danke. Kacke? Zu schnell. Was für Kacke? Was? Was? Wer? Ja. Was wäre wie Kacke? Gott, Kacke gesagt oder was? Von den schwarzen Flächen brauchen wir ja nicht viel, ne? Das ist mir zu schnell. Was? Ich laufe zu schnell. Naja, wenn wir jetzt hier Artillerieforschung machen, ne, dann Ach so. brauchen wir Ja, da dann schon den vielleicht einen doch. oder anderen Tausender. Uiuiui. Aha. Was machen wir dann? Machen wir jetzt hier davon ein. Davon ein. Oh, brauche ich mehr. Ne, davon nur ein. In dem wahrscheinlich zwei. Ich glaube, ich auch einer. Braucht der noch? Granaten. Grenades. So, Kupfer läuft schon mal wieder ein bisschen. Eisen. Warte, ich muss ja mal die Teleporter mitnehmen. Die Scheiße ist, dass der nur vier Bänder hat. Das ist ein bisschen blöd. Den müssten wir noch auf 6 upgraden können. Das wäre auf jeden Fall. Oh, die sind ja jetzt auch noch größer, ne? Ja, nice. Boah, die machen die Montagemaschinen sogar kaputt, Wesley. Ist es zerstört worden? Übertreib doch nicht so. Ja, hier irgendwo wird Jo, eine. es ist weg. Boah, voll die Assis, ey. Voll die Asozialen. So, jetzt müssen wir hier irgendwie noch ans Eisen. Bam, bam, bam. So. Jo, jo, jo. Okay.
Das ist schon ein bisschen hart, wenn wir immer nur 2 Stunden bleiben. Ich lege wieder. Oh. Was ist denn da los? Jetzt geht's wieder. Keine Ahnung. Wir haben immer hier noch ein paar Prozessoren. Okay, läuft. Ja, Prozessoren, da könnte es sein, da muss, glaube ich, noch grüne Schaltkreise an das eine angeschlossen werden. Meine ich. Aber das lief halt auch gar nicht, weil war halt nichts da, ne? So, ich weiß jetzt, warum das nicht läuft. Warum? Einfach so. Weißt du, einfach. Ab und zu läuft es einfach mal nicht. Ist halt mal so, ne? Ja, ja. Weil du das Eisen abgeklemmt hattest. Ich glaube, das habe ich nicht abgerissen. Das warst du. Ja, genau. Jetzt war ich's wieder. Einer muss es gewesen sein. Ja, ja. Ist klar. Einer war es immer. Warum spuckt der da nichts? Ach, jetzt kommt da was raus. Wow. Okay, so. Öl brauchen wir unbedingt. Haben wir viel Ölverbrauch? Wie viel Öl verbrauchen wir im Moment so, Wesley? Warte mal, ich kann ja selber nachgucken. Flüssigkeiten verbrauchen. Wir haben genug auf jeden Fall. 10 Minuten. Wir verbrauchen 190.000 in 10 Minuten. Das heißt, wir haben. Wie viel Öl haben wir im Puffer? Fast 5 Millionen. Das heißt, wir haben 10 Minuten 200.000. Das heißt, in einer Stunde haben wir 1,2 Mille. Da haben wir für ein paar Stunden Öl. Das ist ja gut. Das heißt, ich brauche kein Öl anschließen. Boah, dann gehe ich hier oben hin. Dann mache ich die 2 Felder dran. Bams. Dann läuft das Ding. Sehr gut. Sehr gut. Öl ist doch noch angeschlossen, ja. Öl ist hier oben. Kommt von hier. Ja, wir haben, also, dann brauche ich jetzt kein Ölfeld suchen, weißt du? Weil wir haben, also, wenn es so weiterläuft, haben wir für so 4 Stunden Öl. So circa. Was ja schon mal nicht schlecht ist. Aber wir müssen halt jetzt gucken, dass wir Eisen und Kupferpuffer voll kriegen. Das ist halt wichtig. Ah, warte mal. Left Harvester können wir doch schon mal hier drauf klatschen, oder? Left. Brauche ich den neu? Oder doch, muss ich? Ah, jo, wir müssen. Hatten wir vorher 4 und jetzt habe ich nur 3? Nee. Alter, schluckt er hier das Kupfer weg. Unglaublich. Versuchen das hier so ein bisschen zu pimpen. Scheiße. Weil wir es eigentlich gar nicht brauchen, ne? So viel wie wir hier
Passt schon. So. Wir müssen die grüne Schaltkreisproduktion irgendwie hier mit reinbauen. Boah, ich hab eine Idee. Ich hab voll die Idee. Junge, ich hab voll die Idee. Jetzt kommt's. Wesleys Idee, Freunde. Seid gespannt. Wir haben ja diese Beacon-Reichweite, geht ja. Boah, das ist der Wahnsinn. So, warte mal. Wir haben die zwei Bänder Kupfer und die zwei Eisen. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch zwei Kupfer und zwei Eisen drin bringen, dann wäre das theoretisch okay. Hier wäre Eisen ganz geil und hier wäre Kupfer ganz geil, ne? Das heißt, Kupfer wäre der hier. Wäre Kupfer. Und der hier. Und der wäre Eisen. Und der. Boah, jetzt wünscht man sich schon irgendwie schnellere Bänder, ne? Das ist schon. Das Feld ist halt so hart übertrieben hier. Wetten, das reicht schon. So. Und Band voll, nicht ganz. Doch. So. Dann machen wir das umgekehrt. Ich habe 4. Dann machen wir mal so. Bringt mir Zeug. Wollte gerade sagen, als ob hier keine Förderer mehr rumfliegen. Reichen, oder? So. Ich mag die Idee von Wesley. Ja. Welche Idee? Die Idee. Die Idee der Ideen. Ich will sie auch hören. Nur gucken, wie ich das hier verteile. Right. Reicht. So. So, so, so. Okay, Wesley. Wir haben jetzt, glaube ich, wieder genug Eisen. Das ist gut. Und genug Kupfer. Eher so, nicht so.
Oder wäre es eigentlich noch geil, wenn wir das noch anschließen. Da nochmal zwei Bänder runterziehen. Dann hätten wir auf jeden Fall... Das arbeitet auf jeden Fall komplett. Sieht das aus? Ja, okay, wir puffern wieder ein bisschen. Was geht kaputt? Achso. Irgendwelche Montagemaschinchens. Sehr schön. Okay. Aber wir puffern kein... wo haben wir denn das gepuffert, was ich hier, was hier angezeigt wird? Wir haben doch hier nirgendwo was drinne. Wo hat der denn 3800 Kupfer? Willst du mich veräppeln? Ist doch nirgendwo was drin. Läuft ja alles einfach stumpf durch. Hä? Warte mal. Nicht noch, nicht gucken. Was? Nix. Warum soll ich nicht gucken? Was machst du da schon wieder für Quatsch? Heiß gemacht. Chill. Kann ja hier. Kreau. Ah, das, der liest das mit aus dem Logistiknetz. Ach so. Ein Schalingel ist das. Er liest das aus dem Logistiknetz, aber nicht aus den Häusern? Geht. So, weil das nicht verbunden. Ah. So. Hey, so. Was zur Hölle? Wesley, what the hell? Du hast ja oben alles abgeklemmt. Warum? Warten Sie bitte. Lass uns doch das hier oben weiterlaufen lassen. Ein bisschen Geduld bitte. Ich habe keine Geduld. Ich nix Geduld. Oh. Willst du hier drei Bänder Kupfer haben? Mann. Das hätte ich ruhig noch ein bisschen tiefer machen können eigentlich. Geil. Aber nach meinen Berechnungen, die ich nicht gerechnet habe, nach meinen Schätzungen, ja, ja, sollte das genügend sein auf jeden Fall. Als ob die ein Band Kupfer wegknallen, die Maschinen. Wenn die Gottmodule drin sind, ja. Was für Gottmodule? Hey, Warp-Module meinte ich. Das sind, sind auch Gottmodule. Du willst hier Warp-Module reinmachen? Wir können uns gar nicht leisten, Wesley. Weißt du, was ein Modul kostet? 221.000 Kupfer. Wenn die im Beacon sind, in der Mitte. Natürlich. Weil er nicht übertreibt. Will ich niemals tun. Ey, ich möchte hier mit... Was machst du hier, Alter? Er macht hier alles voll. Ich hätte hier gerne diese drei Kupferbänder hier, Wesley. Wo willst du denn mit hin? Ja, hier hoch. Also die grünen Produktion, die kannst du hier erstmal abreißen. Warum? Brauchen wir nicht. Ja, dafür ist das ja hier. Da. Deswegen habe ich das ja hier. Ja, aber das produziert doch hier weniger wie das hier oben. Du hast ja hier. Das denkst du. Die sind in Reichweite des Beacons, ne? 290. Des Warp-Beacons sind die in Reichweite.
Ja, aber guck mal, die haben oben eine Herstellrate von 4800 und die haben eine Herstellrate von 1000. Das ist das fast Fünffache, was die oben produzieren. Herstellrate? Ja, die Geschwindigkeit. Du hast hier eine Geschwindigkeit von 1,06 und oben hast du eine Geschwindigkeit von 4,8. Weil die Geschwindigkeitsmodule nicht drin sind. Ja, aber selbst wenn die drinne sind, als ob ja, das dann so... Probier's aus. Wisst ihr sie? Nein, sie fliegen sofort weg. Ja, hierhin. Das hast du 2,9, ja. Da muss noch ein bisschen mehr. Das reicht nicht, Wesley. Und du hast eine Maschine weniger wie hier oben. Hier oben waren 6 Maschinen. Nein. Ah, 5. Du machst alles kaputt. Mann, ey, man kann keine... Er rastet voll aus. Ja, Mann. Boah, jetzt erstmal deinen Krempel hier um, dass ich hier Platz kriege. Kann so nicht arbeiten. So, 2. Dann müssen 5 hin. Was ist das für Kack hier? Okay. Ganz ruhig. So. Können wir eigentlich schon mal ein oder zwei Warp-Module machen? Nein, wir können gar keins machen. Guck mal, was die kosten, Wesley. Ganz ehrlich, die brauchen 50 mal Modul Stufe 3 von allen. Haben wir nicht. Wir haben nicht, wir können nicht mal eins bauen. Dann immer noch irgendwo verwendet, ne? Ja, ja. Weil ich fordere eigentlich welche an. Ja, ich hab noch nie was bekommen. Ja, ich fordere auch an, aber... Du verbrauchst sie zu viel. Ja, sicher. Na klar. Du bist schuld. So. So? Ja. Krieg ich... Ach, jetzt hat er ja hier... Der hat da oben die ganzen Dinger geklaut, ne? Machst du jetzt hier ein Anbieterwarenhaus hin, oder was? Ja, ist eigentlich besser. Oh, wieso habe ich diesen Puffer hier nicht benutzt? Wir brauchen ja solche Verteiler gar nicht mehr. So, dann können wir diese Geschichte hier abreißen. Toll. Jetzt habe ich gerade das Kupfer fertig angeschlossen. Welches Kupfer? Ich habe doch gesagt, das brauchst du nicht. Ja, wir müssen auch die roten hier noch machen und alles. Ja, ach so, ja, eine Linie Kupfer kannst du anschließen. Die brauchen wir. Eine, da reicht nicht eine. Es sei denn, wir machen hier noch die roten in dem Bereich. Welchen Bereich? Ja, hier unten irgendwo.
Hier so vielleicht. Weil wir hätten jetzt hier Grüne, das Kupfer und Kunststoff. Du machst mich ja auch nur ein bisschen fertig, ne? Wenn, dann spielen wir richtig. Ja, ist ja gut, hast ja gewonnen. Also, wenn ich ausraste, dann richtig. Gibt's kein halbes Ausrasten. Eieieiei. So, was passiert jetzt hier? Die eine Maschine läuft gar nicht, weil kein Eisen kommt, weil ich hier einen Tunnel gebaut habe. Und das ist jetzt hier das Ultimate. Gut, hat natürlich auch 110 Produktivität. Ne? Das ist natürlich auch nicht unterschätzen. Das ist ja schon sehr geil. So. Okay. Was hier jetzt halt noch fehlt, ist Geschwindigkeitsmodule. Also hier in diesem Gebiegen. Wenn da erstmal noch die Warp-Module drin sind, boah, dann kriegst du hier fünf Bänder voll raus. Ja komm, dann machen wir die roten hier auch noch irgendwie. Aber wie? Ich bin voll. Wir haben jetzt hier 2, 3, 3, 3, 2. Ansonsten hätte ich 2, 3. Das heißt, ich muss aber jetzt locker hier. Das heißt, ich kann hier das Kunststoff schon mal abklemmen, ja? Ja. Kann ich die doch abreißen hier, oder? 3, 3, 4, 3, 2. Okay. Das ist ja eh nicht mehr. Nehme ich ein Beacon weg, habe ich im Endeffekt mehr dabei gewonnen. Interessant. Hatten die alle schon wieder keinen Strom hier? Was ist denn da los? Euch. So, dann könnte ich das hier ja theoretisch nehmen. So, dann baue ich das hierhin neu. Recht so. Die roten machen wir dann hier raus. Ja. Okay. Schau mal schon mal, wie ich das hier baue. Das wird jetzt interessant. Brauchen wir auf jeden Fall 4 Bänder für Grüne. Den Platz brauche ich. Rest kannst du voll bauen. Eigentlich ist das doch schon wieder dumm, was ich mache hier. Einfach hier Tunnel hinmachen. Geht das soweit? Ich glaube ja. Ne, scheiße. Ja. Ach, Mann. Dann machst du hier neben. Ich brauch hier. Kannst du ja durch. Hier. Okay. Ja, Platz genug. Platz satt. Wir müssen sparen, wo es nur geht. Ich mache hier aber noch einen Puffer hin, Wesley. Überlege, vielleicht die roten doch nur mit Robis herzustellen. Dann kann ich das besser verteilen. Ach, das passt nicht hier wegen dem einen. Ich komme nicht mit 4 Bändern dran. Wenn ich den rüberrücken muss. Nur Robis ist zu viel, Wesley. Nee.
Doch. Das kannst du nicht machen, ey. Was brauchst du denn dafür? Du brauchst doch nur grüne Kabel und Dings. Jo. Hä? Das ist echt alles scrollen. So, warte, wie war das? Hier mussten rote rein und da mussten green rein, ne? Freunde, wir sind schon wieder lang am Ende angekommen. Das gibt's ja gar nicht. Ja, da ist ein blauer. Aber hier müssen grüne. So, kann das erstmal arbeiten hier. So, ja noch. Da. Ja. Zack, zack, zack. So. Oh. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen Feierabend. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann ja, gucken wir mal, wie weit das hier wird, ne? Mhm. Schon ordentlich. Ja, ansonsten passt alles. Kupfer kackt ab. Ist okay. Habe ich schon 149k wieder drin. Alter, nicht ein Feld ist frei. Was? Nicht ein Feld ist frei. Das ist jetzt ein Modul oder was? Aber es funktioniert nur mit Robis oder wie? Ja. Das ist zu viel, weißt du, ey. Die rasen ja nur noch hier rum. Ja, what's up? Lass das mal testen. Ich glaube, das ist ganz geil. Tschüss, Rakete. Na gut, wir gucken beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut, haut rein. Oh, tschüss. Tschüss.